Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Life in the Woods. Es ist soweit, ich gehe in den Nether. Total motiviert, wie ihr bestimmt schon gehört habt. Ja, so bin ich eben. Die Vorbereitungen habe ich natürlich schon getroffen. Wäre ja auch sonst ein bisschen blöd. Wir haben jetzt ein Nether-Portal. Weiß noch gar nicht, ob das hier richtig funktioniert, ob mir das Spiel abstürzt oder irgendwie so Geschichten, werde ich gleich rausfinden. Denn ich habe noch keine, ja, noch nicht mal die Nasenspitze durchgesteckt. Aber da ist es. Formschön und zum Glück, ja, gerade ruhig wollte ich sagen. Und jetzt hört ihr den Sound und deswegen möchte ich das nicht bei mir haben. Ist einfach zu laut. So, das Bett packen wir weg, das brauchen wir im Nether nicht. Obsidian auch jetzt nicht wirklich so. Ein bisschen Kohle kann nie schaden. Kann ich mir ein paar Fackeln machen. Ich habe ein kaputtes Schwert. Naja. Kann man auch mal ein neues bauen. Spitzhacke, was zu essen. Und ja, mehr schleife ich auch gar nicht mit. Denn wenn das jetzt in die Hose geht, dann ja, war es das sowieso. Da muss ich nicht so wertvolle Dinge mit mir rumtragen. Mal gucken, wie viel Ghasts hier so rumwabern und ja. Ansonsten auch, ich habe eine Rüstung, die ist zwar auch schon fast kaputt, aber naja, egal. Und dann wage ich mich mal todesmutig hier hinein. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Juhu, ein Erfolg. Was sehen könnte, wäre es gut. Nether sieht sehr interessant aus. Ich sehe keinen Ghast, ich sehe eine eine Festung. Oh, um Gottes Willen. Ja, und ich mache jetzt erstmal gar nichts, denn wie ihr vielleicht erkennt, der Nether ist hier auch so ein bisschen verändert zu sonst, auch von der Optik her, und muss sich erst noch so fröhlich hier aufbauen. Und ich hätte das Portal auch keine 10 Meter woanders setzen dürfen, sonst wäre ich hier kläglich irgendwo runtergefallen. Also der Himmel ist nicht blau, es gibt keinen Himmel im Nether, der Himmel ist so. Nur mal zur Info. Warum das hier jetzt noch so komisch aussieht, weiß ich nicht. Kommt mir aber entgegen, dann ist es ein bisschen heller. Eine flammende Blüte. Möchte ich jetzt rausfinden, ob die mir was tut? Ja, möchte ich unbedingt. Nein, möchte ich eigentlich nicht. Ja, da sind wir im Nether. Ich sehe zum Glück keinen Ghast. Ich sehe eigentlich überhaupt keinen. Zombie-Pigman oder gab es die da noch nicht? Was ist das denn? Interessant. Ja, das hier ist auf jeden Fall eine Netherfestung. Behaupte ich jetzt mal so. Keine Ahnung, was es hier noch so für Strukturen gibt. Ich bin mir jetzt nur nicht so sicher, ob ich hier so glücklich gelandet bin. Werden wir uns erstmal ein bisschen freibuddeln hier. Und ja, ich kann hier nichts dran ändern. Der Nether ist tatsächlich so dunkel, also. Diese Blumen machen Licht. Okay. Und Pilze wachsen hier auch. Was bist du? Ach, Netherquarz, da haben wir ihn schon. Genau das wollte ich haben, das Zeug. Eigentlich könnten wir jetzt auch wieder gehen. Ah.
Ich wusste gar nicht, dass man im Nether noch Licht machen muss bei all der Lava. Ach, da ist ja auch mal ein Zombie-Pigman. Da unten steht er rum. Und da ist die Festung. Na, Mahlzeit. So wie aber ein Gast angeflogen kommt, renne ich. Aber man kann ja erstmal hier so ein bisschen gucken. Jetzt muss ich tatsächlich den Nether ausleuchten. Das ist ja auch skurril. So, und wenn ich jetzt schon mal hier bin, dachte ich mir, könnte ich mir vielleicht auch noch ein bisschen Glowstone besorgen oder ist das jetzt schon wieder dann zu gierig? Na, ich halte einfach mal die Fackel in der Hand. Überall ist Glowstone, nur hier nicht. Verdammt. Upsa. Sehr ladeintensiv hier, der Nether. Ja, und hier ist tatsächlich die riesengroße Netherfestung. Na, wunderbar. Die möchte ich jetzt aber nun wirklich nicht erkunden. Schon schlimm genug, dass ich sowas habe und dann auch noch in der Größe. Ach, jetzt sind auch Zombie-Pigmen gespawnt. Die sind aber vollkommen harmlos. Allerdings, wenn ich jetzt den einen hier angreifen würde, würden sie alle auf mich böse werden und das, ja, wäre etwas, was ich nicht möchte. Oh, da kommen wir aber ran, glaube ich. Gehst du mal da weg? Na, warte, ich kann außen. Okay, so geht's auch. Danke. So, jetzt lasst mich mal. Ah ja, das wollte ich nur wissen. Das wollte ich noch ausprobieren, ob man brennt. Tatsächlich, man brennt. Also diese Blumen sind sehr gefährlich. Was ist das denn? Also rein theoretisch, wenn wir uns hier so entlang buddeln. Hier ist es aber auch finster, verflucht nochmal. Und dann hier so ein bisschen reinbuddeln. Versagt mir schon die Stimme vor Aufregung. So. Ich muss sagen, in diesem Paket hier sieht der Nether noch unfreundlicher aus als bei mir im Paket. Und ich dachte, da wäre der Nether schon hässlich. So, ich fackel dann doch mal ein bisschen aus. Ja, und ihr lacht euch bestimmt kaputt, weil ich bin hier ultra panisch. Fackelchen. Und da haben wir Glowstone rumhängen. Aber ich weiß immer noch nicht, was diese komischen Dinger da sind. Ah. Und an den Glowstone kommen wir sogar dran. Und wenn mich jetzt ein Ghast runterschießt, dann hätte ich ein Problem. Na, immerhin. und 2, das ist eine doofe Konstellation.
So, das war jetzt für mich das Zeichen, ich muss gehen. Ich weiß nicht, ob ihr ihn auch gehört habt. Ich höre einen Gast. Irgendwo. Und ich will gar nicht wissen, wo er ist. Und ich bin auch heilfroh, dass ich alles habe, was ich habe. Und vielleicht soll ich die Abmoderation lieber zu Hause machen. Puh. Ah. Blöder Nitter. So, jetzt schnappe ich mir erstmal ganz schnell ein Bett. Ich war nämlich genau 10 Minuten unterwegs und kann direkt schlafen. Und ich bin heilfroh, dass ich noch lebe. So, jetzt haben wir ein paar von diesen Feuerblumen. Da gibt es orangenen Farbstoff raus. Aber hier unten im Keller können wir ja mal ein bisschen rumspielen. Ne, einpflanzen kann man sie nicht. Jedenfalls nicht hier. Oder die geht nur auf Nethergestein. Können wir auch ausprobieren. Ich dachte nämlich, vielleicht kann man die auch als Beleuchtung nutzen. Man muss ja nicht durchlaufen. Ja. Sieht sehr hübsch aus. Flammende Blüte. Ja, einen Pilz haben wir auch. Der ist ja ultra wichtig. Und ein bisschen Netherquarz. Das war ja mein einziges Ziel. Und das habe ich zumindest erreicht. Den Netherstein brauchen wir jetzt erstmal auch nicht. Nehmen wir uns erstmal unser ganzes Zeugs wieder. Ach, das ist Sulfur. Ich frage mich schon die ganze Zeit, warum der sich nicht zusammen kombiniert. Nein, das Feuerzeug brauchen wir nicht. Packen wir Sulfur mal rein. Glowstone-Staub. Können wir damit jetzt irgendwas anfangen? Ja, wir könnten eine schicke Laterne machen. Wollen wir mal eine schicke Laterne machen? Einfach nur so, weil ich jetzt mich durch den Nether gekämpft habe. Brauchen wir 2 Gold, 2 Glowstone und eine Fackel. Und wisst ihr was? Das machen wir jetzt. Einfach so zur Feier des Tages, weil ich den Nether überlebt habe. Und der Nether auch mich überlebt hat. Können wir beide was feiern. Zapp. Halt, da müssen wir lang. Also, wie war das? 2 Gold. Lass mal was springen hier. War das nicht so? Dann war es so. Nein, sowas auch nicht. Warum nicht? Wahrscheinlich braucht man da doch wieder irgendein komisches Gerät für, oder? Haha. Stimmt, das ist ja aus Bibliocraft. Aber einen Anti-Block könnten wir machen. Oder Feuerwerk. Gut. Upsa. Gut, also kann man diese Sachen aus dem Bibliocraft offensichtlich so nicht machen. Das ist natürlich doof. Was gibt's denn auf dem Fragezeichen? Handwerk. Ja, ja. Ja, also es liegt alles am Ort, wo es hingehört. Nur, da kommt nichts raus. Joa. Da brauchen wir bestimmt den Advanced Table. Wie geht der denn? Ich will das jetzt wissen. Werk. Bank. Nee, nicht schick. Vielleicht sollte ich mir das dann doch lieber mal
näher zu Gemüte führen, wie das denn funktioniert oder warum das so nicht funktioniert hat. Ich weiß es nicht. Oder eine schicke Werkbank brauchen wir ja nur echt nicht. Also ihr seht schon, mit den ganzen Mods kommt man auch manchmal ein bisschen durcheinander. Es gibt bestimmt ein eigenes Gerät aus BiblioCraft, was man dafür braucht. Wo ich jetzt nur nicht weiß, was es ist. Vermute ich mal so. Vielleicht könnt ihr es mir auch einfach sagen, falls ihr das wisst, aber ich will euch jetzt auch nicht langweilen, wenn ich hier in irgendwelchen Sachen rumsuche. Das ist ja auch ein bisschen blöd. Ein Stechzirkel zum Beispiel. Vielleicht auch ein Maßband. Vielleicht hätte ich auch einen Schraubendreher gebraucht. Man weiß es einfach nicht so genau. Verschieben wir das einfach mal. Ist ja nicht, ja. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben und wie man so schön sagt. Jetzt haben wir zwei Klostone in der Tasche. Ja, den bringe ich dann wieder weg. Und ja, ansonsten möchte ich mich hier eigentlich auch mit diesem Lagerproblem hier beschäftigen. Und dafür haben wir jetzt den Quarz. Und dann können wir nämlich auch Komparatoren bauen. Das brauchen wir nämlich dafür. Allerdings werde ich jetzt erstmal in der Kreativwelt ausprobieren, ob diese Art von Transporteinrichtung, die ich mir da vorstelle, überhaupt funktioniert oder ob das kompletter Blödsinn ist von mir. Ja, tut mir leid, dass ich jetzt nichts Schönes bauen konnte mit dem Glowstone. Nervt mich selbst ein bisschen, aber okay. War jetzt leider nicht zu ändern. Ist ja auch für mich alles neu hier und ja, wir waren immerhin im Nether und haben es überlebt und ihr habt, ja, nicht viel gesehen, aber gemerkt, dass ich ihn nicht mag. Und ich hoffe mal, dass, wenn das jetzt alles hinhaut, sehen wir uns schon in der nächsten Folge mit meinem, ja, verbesserten Lagersystem wieder. Und dann erkläre ich vielleicht auch mal, wie das funktioniert, wenn es denn funktioniert. Bis dahin sage ich dann aber tschüss, macht's gut und bis nächstes Mal.